Hallo ihr Lieben, ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin die Vivi und wir haben heute ein Update und es war ein richtig cooles, das wird die meisten freuen. Wir haben drei neue Fellfarben für zwei verschiedene Rassen und also jeweils für die eine Rasse 1 und für eine Rasse 2 Fellfarben. Plus noch eine Aufgabe hier auf der Starshine Ranch, da werden wir uns gleich dran machen. Ich würde uns gerne einmal die neuen Pferde anschauen. Hier steht es auch schon direkt, das American Paint Horse. Ist ein, ich habe keine Ahnung, wie diese Farbe heißt. Sieht aus wie so ein ganz leichter Roan. Irgendwie ist sie definitiv hier hinten dunkler, heller als oben. Und auch die Mähne hat einen Verlauf, ne? Und hat einen Aalstrich. Hier diese, ne, weißen, ja, diese dann, die sind nicht weiß, diese Dunn-Striche. Also es ist irgendwie so ein Roan-Dunn, wie man dieses verwaschene, diese verwaschene Scheckung nennt, weiß ich nicht. Sehr, sehr cool. Ich kann euch aber verraten, dass diese Maus bei mir heute nicht entziehen wird. Ich würde gerne mal noch schnell zu den anderen reiten, aber okay, sehen wir uns gleich. Wer es übrigens noch nicht mitbekommen hat, ich hatte auf YouTube eine Umfrage gestartet zu dem letzten Stream, der hier in Berlin stattfindet, vor dem großen Umzug. Und da haben einige schon abgestimmt. Ich musste allerdings nochmal korrigieren. Ich konnte es leider nicht in der Umfrage selber machen, dass der Stream am Samstag sein wird und nicht am Sonntag. Ganz, ganz wichtig, denn am Sonntag werden wir den letzten Rest einpacken. Wir werden die PC-Ecken abbauen und so weiter. Da wird nichts mehr gestreamt. Da wird auch wahrscheinlich nicht mehr gespielt. Da wird dann am Ende noch vielleicht tot Fernsehen geguckt oder so. Und ja, da wollte ich euch nochmal dran erinnern. Das wird am Samstag sein. Uhrzeit weiß ich noch nicht genau, wir sind da ja trotzdem noch im Stress so ein bisschen, aber ich denke so gegen die Mittagszeit, ich weiß nicht, gegen, ich sag mal, Pi mal Daumen, 14 Uhr Richtlinie, kann ein bisschen früher sein, kann auch ein bisschen später sein. Genau, nicht, dass ihr da enttäuscht seid und ja, so, wir haben hier, sehen wir schon, den Mustang, der neue, das ist einmal hier der, super, super schön, wie ich finde, mit Dapples, mit Scheckung, mit Blue Roan, mit allem, was dazu gehört. Was ist das für Striche? Was sind das für Striche, Leute? Okay, super, super schick. Das hier ist ja auch noch der, der das letzte Mal reinkam. Den habe ich auch noch gar nicht. Ich glaube, ich habe grundsätzlich, müssen wir gleich mal gucken, was ich für Mustangs eigentlich besitze. Ich glaube, nur einen, wenn überhaupt. Und hier, der ist auch noch mit reingekommen. Ein Splashed White, Suti, würde ich jetzt sagen. Richtig, richtig schick. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich für diese Farbe eine absolute Schwäche habe. Ja, was soll ich tun? Ich kann nichts dagegen tun. Und ich muss tatsächlich auch gestehen, dass ich Double Star Coins Wochenende verpasst habe und mir die so aufladen musste, weshalb ich jetzt auch einfach diese Sets dazu hatte. War gar nicht meine Absicht, aber ja, cool, nice to have, ne? War trotzdem nicht meine Absicht. Eigentlich bin ich total der ja, Double Star Coin Kaufer und sonstig. So, ich bin auf dem übrigens nicht krank und ich habe auch nicht geheult, das ist einfach so ein bisschen Allergie. Wie süß ist eigentlich der hier mit der Schnippe? Excuse me? Meine Güte. Auch ein Grund, warum ich, ach ja genau, den hier habe ich. Den habe ich den auch? Den habe ich noch gar nicht. Den habe ich, das war ja einer meiner absoluten Lieblinge, der jetzt fast abgelöst werden könnte. Stimmt, das habe ich noch gar keinen Mustang, wirklich? Ja gut, das nehme ich eh nicht. What? Ich sage euch auch, warum ich jetzt so lange keine Pferde mehr gekauft habe. Und zwar möchte ich einmal ein Glücksrad machen mit, weiß nicht, alles Mögliche, was noch auf meiner Liste steht. Und dann würde ich total gerne mein Glücksrad raten mit zum Beispiel nur Rappen von verschiedenen Rassen, die ich gerne haben möchte. Oder nur Tobianos von verschiedenen Rassen. Oder. Das geht auch mit Roan und Falben und allem, was dazu gehört. Aber heute werden wir uns diesen Typ kaufen. Ich glaube, es ist ein Junge bei mir. Es ist ein Hengst. Ein Junge. Ein Hengst ist er, glaube ich, bei mir. Das ist die ganz zerzottelte Zottelmähne. Ich weiß nicht, ich kann mich mit der irgendwie noch nicht anfreunden. Ja, ihr kennt mich. Ich bin der Zöpfchenmensch, ne? Weiß noch nicht, ob ihr das gerade gefällt. Ja, das nicht. Das bei denen fände ich das auch cool, wenn die hier den Shop hätten noch, ne? Wie bei den Dartmoor Ponys zum Beispiel. Dartmoor Ponys. Oder doch eine wilde Mähne? Uiuiui. So schwer.
Oder doch die normale? Ach Gott, liebe Leute. Aber die hier ist länger, ne? Ich glaube, wir nehmen die Zottelmähne, Leute. Ich glaube, wir nehmen die Zottelmähne. Und ich muss mir ganz schnell einen Namen raussuchen. Okay, meine Freunde, das war jetzt gar nicht so einfach. Ich hätte total gerne einen Bad Boy gehabt. Aber Bad Boy gibt es einfach nicht. Why? Ich muss mir ganz dringend auch nochmal eine Namensliste machen. Irgendwie habe ich die nicht mehr. Und das ist total traurig, weil ich habe mir echt viele Namen rausgesucht. Oder vielleicht finde ich sie auch nochmal. Ich weiß nicht. Ich werde mir auf jeden Fall nochmal eine Namensliste machen. Fun Fact am Rand. Wir nennen jetzt einfach Quick Boy. Quick ist auch irgendwie total süß. Passt zu ihm. Wir können ihn jetzt kaufen. Ich versuche keinen Schreikrampf zu bekommen. Aber er ist einfach so göttlich süß, oder? Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn euch eins der neuen Pferde gefallen hat. Und ihr euch das auch gekauft habt. Und wir werden ihn jetzt sofort reiten. Und, oh mein Gott. Oh, der ist auch toll, ne? So viele Pferde immer, die so toll sind. Super. Ich guck mal kurz, ob wir was dabei haben, was ihm passen könnte. So, da sind wir wieder. Ich habe zugegeben, ich habe ja die Sets hier alle, dass mir dieses Oberteil und dieser Rock gar nicht so gefallen. Klar, das passt zum Set und so weiter, aber mir gefällt das leider, leider gar nicht. Deshalb habe ich jetzt hier diese Hose angelassen. Die hat normalerweise, warte, sieht man das hier irgendwo? Genau, diese hohen Strümpfe dabei. Und beim Oberteil habe ich einfach das andere neue genommen. Ich finde, das passt aber gut, das Match trotzdem, weil das Pferd halt relativ viele dunkle Stellen hat. Und ja, guckt euch bitte mal diesen Schweif an. Ah, ich liebe ihn. Ich habe ihn noch nicht mal versorgt. Das mache ich jetzt noch schnell. Und dann gehen wir mal zu Josh rüber. So, hier ist Josh. Dann quatschen wir noch mal mit dem. Howdy do, Hambra. Hast du Lust, dich mit der Kunst des Ausspähens vertraut zu machen? Bestimmt. Wir können hier immer eine helfende Hand gebrauchen. Das Chaos bricht immer dann aus, wenn man es am wenigsten erwartet. Da ist irgendwas auf meinem Monitor. So ein kleiner Punkt, das irritiert mich. Und da ist das tägliche Aufspähen wirklich hilfreich. Wenn schon etwas schief läuft, ist es besser, es frühzeitig zu erkennen. Wie wäre es, wenn du ein paar Orte ausspähst und dann sehen wir, ob du dich als Ranch-Arbeiter einstellen können? Viel Glück! Hier liegt Müll. Da liegt jede Menge Müll am Zaun. Den sammle ich auf. Okay. Ach so, das habe ich gesagt. Gut, dann machen wir das doch. Rennkoppel, Schafe, Pferde, Lagerfeuer. Spähe die Orte aus. Wir sammeln den Müll. Finde ich so eine gute Sache. Kriegen wir dafür auch Pfand? Was ist denn das? Da unten. Dafür kriegen wir keinen Pfand. Schade. Oh, ich bin dran vorbeigelaufen. Hüppala, hüppala. Macht das nicht nach. Ihr müsst das immer einsammeln. So. Kann auch ein bisschen schneller reiten. Ein bisschen wie wild hier rumklicken, dann passt das. Haben wir? Wir haben was vergessen. Oh mein Gott. Damn. Ach mein Gott, ich liebe die Mustangs, ne? Die sind so cool. Guckt euch bitte diese Schönheit an. Könnt mir ja echt mal in die Kommentare schreiben. Interessiert mich wirklich, wenn ihr es gekauft habt, welches ihr gekauft habt. Und ob ihr wusstet, dass ich mir dieses aussuche oder ob ihr dachtet, das wäre ein anderes. Hör, da fehlt noch was. Ach so, wir müssen die anderen auch natürlich direkt machen. Okay, also Schafe, Pferde, Lagerfeuer, okay. Ja, moin an der Stelle, ne? Augen auf beim Aufgaben abarbeiten. Gedöns. So, hier liegt auch Müll. Bitte lassen Sie mich. Ach so, ein Schaf fehlt. Suchen wir es. Ah, okay, das sind halt alles verschiedene Aufgaben. Ich verstehe. Huch, seit wann? Huch, seit wann stehen die denn einfach auf? Holy moly. Ich bin in die falsche Richtung geritten. I'm so sorry, ich war schon in der Frühschicht arbeiten, da bin ich ein bisschen verpeilter als sonst. Gut, wenn wir das Schaf jetzt hier unten finden, da ist es, müssen wir es bestimmt einfach wieder hochtreiben. Gehe ich jetzt von aus. Oh mein Gott. Das ist ja die Revolution, wie schnell es läuft. Oh mein Gott. Können wir das bitte bei allen Tierchen so haben, dass sie so schnell laufen? Man überholt die ja auch sonst immer total schnell. Ist jetzt hier nicht der Fall. Ziemlich cool. Haben die gut gemacht?
gut, das haben wir. Schafe, Pferde. Pferde. Der steht schon wieder auf. Pferde sind hier. Gucken, was die wollen. Die Pferdchen. Vielleicht sollen wir die hier striegeln oder sowas. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Das Pferd sieht so aus, als würde es gerne gebürstet werden. Natürlich. Machen wir. Werd nicht eifersüchtig, Quickie. Das mache ich ja nicht immer. Oh mein Gott. Ich glaube, das soll nicht so sein, aber ihr wisst. Ja, vielleicht fixen die das noch. Lagerfeuer, wir müssen zum Lagerfeuer, meine Freunde. Auf zum Lagerfeuer. So, Lagerfeuer ist nicht auf der Tanzfläche, sondern hier oben. Nee, hier hinten. Nee, doch hier oben. Oh mein Gott. Hier ist das Lagerfeuer. Hallöchen, wie geht's dir stets? Howdy, alles gut? Ich weiß nicht so recht. Ich überlege mir gerade, ob ich ein paar Marshmallows rösten soll. Nee. Howdy, alles gut. Am Lagerfeuer zu sitzen gehört zu den besten Dingen überhaupt. Problem ist, ohne Feuerholz kriegst du kein Lagerfeuer und es ist kein Holz mehr da. Die Leute nehmen sich immer gerne was weg, aber keiner holt was Neues. Ist wirklich nervig. Wie wäre es, wenn du etwas Feuerholz aus dem Lager holst und dann triff mich doch an der Rennkoppel? Okay, da gucken wir doch gleich mal, wo das sein soll. Ist das direkt hier unten? Ach, da, neben dem Haus. Zack. Hä? Ich drehe mich so schnell, dass ich selbst nicht hinterherkomme und dann nicht sehe, dass es die richtige Richtung ist. Und dann laufe ich in die andere Richtung. Wow. Das ist natürlich auch hardcore super. Ah ja, guck mal, jetzt habe ich das runtergelegt. Hier und runter sind die überall. Perfekt. So, ich glaube, wir haben die Aufgaben soweit abgeschlossen. Ich finde es übrigens persönlich sehr, sehr cool, dass hier auf der Starshine Ranch mittlerweile es ein bisschen was zu tun gibt. Das war ja eine ganze Zeit lang anders. Und ja, ich habe hier halt auch meinen Stall und ja, finde ich klasse. Ich stehe in deiner Schuld, Emma. Du darfst ab sofort gerne regelmäßig auf der Starshine Ranch aushelfen. Komm einfach vorbei, wenn du uns helfen willst. Ich wünsche einen guten Ritt. Ziemlich, ziemlich cool. Warum? Weil wir. Excuse me, geh mal weg hier. Weil wir hier auf der Starshine Ranch keine Boxen haben zum Ausmisten und sowas, ne, wie du das bei den anderen täglichen Aufgaben halt so hast. Dafür haben wir jetzt wahrscheinlich das gekriegt und das finde ich ziemlich nice. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Und ja, dann war es auch schon für heute. Lasst mir gerne ein Like, ein Abo, einen Kommentar da und vielleicht guckt ihr auch auf Twitch vorbei.